Jetzt kommen wir dann zur nächsten Folge, wenn man es weckt. Wir gehen zurück zur Stüttel. Schau mal, 15% erkundet. Kehren zurück in, nach Prysons Büro. Und das hatte Fakt nochmal genau zu der Suche. Ja, ja. Das ist nämlich der Andocken hier. Baby Pryson. Ah, interessant. Wir müssen das Artefakt, das Sie hier haben, sofort abschirmen. Mit Ganos Daten sollte ich das ohne Probleme schaffen. Das verdammte Ding war die ganze Zeit hier. Warum sind wir nicht betroffen? Vielleicht ist der beim Artefakt verbrachte Zeitraum der Schlüssel. Nach einer bestimmten Zeit erhält Leviathan eine beeindruckende Fähigkeit zur Gedankenkontrolle. Aber ist Leviathan einfach blöd? Ich finde das extrem gefährlich. Brysons Assistent wollte mich töten. Vielleicht hat Leviathan ihn kontrolliert, um sich zu schützen, Leute von seiner Spur abzubringen. Mag sein. Das zeigt nur, dass wir noch nicht wissen, womit wir es zu tun haben. Trotz des Risikos bleibt das Artefakt unsere einzige Verbindung zu Leviathan. Vielleicht finden wir hier im Labor mehr Informationen darüber. In Ordnung. Vielleicht hat Brysons Team etwas entdeckt, was wir übersehen haben. Ich schaue mich um. Kurz, damit wir dir nicht auf die Nerven gehen. Hier. So. Erster Test. Das Artefakt wurde negativ auf Infrarot- und Ultraviolett-Emissionen getestet, keine Gamma- oder Röntgenstrahlen gemessen. Nachfolgende Tests. Das Artefakt zeigt keine Reaktion auf verschiedene Stimuli. Interne Messungen bleiben ohne Ergebnis. Keine Fortschritte bei der Bestimmung des Alters. Ich war vermutlich die ganze Nacht hier, nur mehr herauszufinden, dass dieses Ding vollkommen unwichtig ist. Bin am Schreibtisch eingeschlafen. Schlussfolgerung. Das Artefakt ist definitiv inaktiv und ungefährlich. Ich empfehle es zu Referenzzwecken hier zu behalten. Wir sollten alle in seiner Nähe bleiben. Auf lange Sicht ist es vielleicht nützlicher als Leviathan. Ich empfehle, die Suche nach Leviathan abzubrechen, um produktivere Studien nachzugehen. Sie haben das Artefakt auf Energieemissionen getestet. Und nichts gefunden. Ich empfehle trotzdem, die Abschirmung aufrechtzuerhalten. Klassiker. Irgendwas Interessantes an der Struktur des Artefakts? Es besteht nicht aus den Standardkomponenten normaler Reaper-Technologie. Sonst nichts Besonderes. Na, ja. Was habt ihr übersehen, ha? What is it? Edi, an welchem Projekt hat Garnot gearbeitet, als er das Artefakt gefunden hat? Basilisk. Haben Sie etwas über Basilisk? Mehrere Schiffe, eine mythische Kreatur und einen seltenen Feind mittleren Grades in dem Videospiel Galaxy of Fantasy. Er verfügt über einen Blickangriff, der synchronisierte Kills auslösen kann. In den Spielerforen gilt er als zu stark. Ich meinte das Projekt, Edi. Oh. Also, nein. Es muss jedoch etwas über das Artefakt zu finden sein. Was ist mit dem Server? Brysons Assistent hat den Büroserver gelöscht und alle Backups zerstört. Wahrscheinlich vor dem Mord an Bryson. Aber laut Aufzeichnungen hat Bryson neue Nachrichten oben auf seinem persönlichen Computer. Eine Nachricht von Dr. Brysons Tochter Anne. Laut meinen Informationen hat sie für ihren Vater gearbeitet. Ich bin an der Ausgrabungsstätte im Pylos-Nebel. Projekt Scarabeus ist ein Erfolg. Ich habe noch ein Artefakt, so wie das von Garnot. Ich glaube, es kann das Verhalten beeinflussen. Du musst das in deinem Büro abschirmen. Ich wollte Garnot warnen, komme aber nicht durch. Reaper-Kundschafter nähern sich dem Hauptlager. Ich gehe zur Sekundärausgrabung, um die Forschungsergebnisse zu retten. Anne Bryson wollte Garnot auf der Asteroidenkolonie kontaktieren. Sie scheint etwas über das Artefakt zu wissen. Sie ist in Schwierigkeiten. Sie klang besorgt. Völlig zu Recht, wenn Reaper-Truppen im Anmarsch sind. Hoffentlich sind wir vor ihnen bei ihr. Sie sagte, sie sei im Pylos-Nebel beim Projekt Scarabeus. Es gibt in diesem Cluster mehrere Systeme.
Ich rufe den Nebel auf der Galaxiekarte auf. Wir könnten auch das Labor nach Hinweisen auf ihre Position durchsuchen. Es geht ja Spaß der los. Die Reaper. Hoffentlich finden wir N vor ihnen. Gibt es in Anne Brysons Berufsleben Hinweise darauf, wo sie sein könnte? Nichts Relevantes. Projekt Ballist, Scarabeus, Teamleiterin Point N, Transportmittel MSV Akar. Anne Bryson war auf einem Schiff namens Icarus. Können Sie seine Bewegungen verfolgen? Nein. Die Reaper stören alle zivilen Kommandos. Hier sind Spezifikationen für mehrere Schiffe. Wir brauchen die Icarus. Nach welchem Schiff suche ich gleich nochmal? Nach der Icarus. Die Icarus. Und weiter geht's. Das Schiff hat verbesserte Zellen zur elektrostatischen Entladung, wie man sie bei langen ULG-Flügen einsetzt. Also sind sie über ein Massenportal zum Pylos-Nebel gesprungen und dann in ein anderes System weitergeflogen? Ja, denn sonst hätten sie ein günstigeres Schiff gechartert. Okay, dann können wir das Portalsystem ausschließen. Ich doch was. Der Schrank ist gesichert. Wir brauchen eine Zugangskarte, um ihn zu öffnen. Was ist mit der kriminellen Aktivität im Pylos-Nebel? Da das Gebiet zur Attika-Traverse gehört, sind die Berichte bestenfalls unzuverlässig. Zugangskarte für den Ausrüstungsschrank? Ja. Den Daten zufolge... Wollen wir doch mal sehen, was Anne Bryson für das Projekt Scarabeus angefordert hat. Keine Atemmasken. Wasseraufbereitungsgerät? Basierend auf dem, was Anne Bryson angefordert hat und was nicht, war die Ausgrabungsstätte trocken, aber bewohnbar. Geben Sie mir einen Filter für Systeme mit kompatiblen Planeten. Bestimmt ist hier draußen noch irgendwas, oder? Lass mal gucken. Aufgrund der Suchdaten muss es eins von diesen beiden Systemen sein. Den Daten zufolge bleibt nur ein System als Möglichkeit übrig. Gut, holen wir Anne Bryson. Easy peasy. Bin gespannt, wie lange jetzt diese Missionreihe geht. Wenigstens sind es mal unterschiedliche Gebiete, mal hin und her latschen, mal suchen, mal labern, mal kämpfen und nicht nur kämpfen. Das ging Servus. Nichts Neues. Servus. So. Ich dachte, wird das angezeigt. Gehen wir mal dorthin. Mal gucken, wann wir überhaupt die Story spielen werden. Und tschüss. Wurden wir fast gefunden. Signal bestätigt. Boah, ist das lange. Pssu. So erfolgreich auf der Scan sind einige abgeschotteten Habitaten sowie eine aktive Energiequelle zu sehen. Zur Bestätigung ist eine genaue Suche erfolgreich. Wir haben Anne Brysons Ausgrabungsstätte lokalisiert. Let's go. Huch. Guck mal, können wir sogar noch anpassen. Ist das nicht schön? So, ich würde mich hier das die Scheiße wegnehmen.
die Scheiße drauf. 126% noch. Weil das Diablo oder so schwer ist, könnte man hier nicht die Mod drauf klatschen. Wo ist die denn? I see. Machen wir so. Dann haben wir doch schon mal um 100% schneller die Fähigkeiten. Ist doch was. Statt 100 minus 180 sind es noch minus 70. Das ist ein Wissenschaftler, stimmt's? Das ist eine Spur. Ja, ein Angriff heißt, wir sind auf der richtigen Spur. Und da Brysons Tochter unsere einzige Spur ist, haben wir ein klares Ziel. Cortez? Bislang nichts, Commander. Wenn sie da unten unsere Funksprüche nicht geantwortet. Aber ich empfange seltsame Signale. Moment. Das von ihr entdeckte Artefakt macht vielleicht Probleme. Wir haben gesehen, was passieren kann. Okay, bring sie uns näher ran. Verstanden. Hier sind Feinde! Bringen sie uns rein. Commander, auf der Landeplattform! Das ist sie! Achtung, Shuttle! Hier spricht Dr. Anne Brighton. Wir werden angegriffen! Okay, dann also... Mehrere Feinde registriert! Bringen Sie uns rüber! Negativ, zu heiß! Fliege untere Plattform an! Festhalten! Jetzt! Los! Spring! Jetzt stecken wir in der Scheiße, Commander! Dieses Ding könnte komplett zusammenbrechen! Bewegung! Sie ist irgendwo über uns! Hallo? Ist da jemand? Ich komme runter! Nein! Bleiben Sie, wo Sie sind! Ich bin Commander Shepard von der Allianz Navy! Es ist zu gefährlich! Wir kommen zu Ihnen! Ja, okay! Nehmen Sie den Fahrstuhl auf der anderen Seite! Verstanden! Wir sind unterwegs! Das ist COD, Junge! Oi. Scheiße, das war's dann wohl mit einfach und gemütlich. Suchen wir einen anderen Weg. Wenn das nicht actionlastig ist, dann. Das da drüben sieht eine Brücke. Funktioniert nicht. Jemand muss sie reparieren. Sofort. Kurzschluss bei einigen Treffen. Dürfte aber kein Problem sein. Geht ganz schnell. Ich hab's. Ziehe die Brücke jetzt hoch. In Ordnung. Ah, oh, Scheiße. Wir haben eine Banshee. Thank you.
damit. Bewegung! Der Fahrstuhl kann nicht weit weg sein! Leider der Kletter muss. Funktioniert nicht. Gibt es einen anderen Weg nach oben? Ich öffne die Kapseltür in Ihrer Nähe. Darüber befindet sich ein Zugangspunkt, Commander. Aber dorthin müssen Sie klettern. Verstanden. Schaffen wir schon. Echt Bock hier. Gut. Eieiei. Blockiert! Finden Sie einen anderen Weg! Blockiert für mich. Ich glaube, hier könnten wir durchblättern. Commander, Sie haben meinen Assistenten Hopkins angegriffen. Wir werden umzingelt. Bleiben Sie versteckt, Doktor. Wir versuchen es ja, aber es sind zu viele. Beeilen Sie sich. Da kommt. Anne, sind Sie noch da? Wir haben große Probleme. Hopkins ist verletzt. Sind Sie in der Nähe? Wir machen so schnell wie können. Halten Sie durch. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge und somit auf Wiedersehen.